Wenigstens reden die aber normal. Also nur fürs Schwurbel. Na, ist Rudi Tanzende zurückgekehrt. Was hat der Tanzende herausgefunden? Meinige versteht, die Metalligen kommen aus dem Kaiserreich. Das Kaiserreich trägt Kisten und treibt sich tief im Wald herum. Die Meinige dachte, die Metalligen haben Böses im Sinn. Böses ist im Busch. Die Meinige kennen den Wald sehr gut. Die Metallige versuchen sich zu verstecken, aber die Meinige wird sie finden. Die Meinige braucht mal kurz die Karte des Tanzenden. Die Meinige markiert die Stelle genau hier. Dort verstecken sich die Metalligen, da ist sich die Meinige sicher. Tanzen wird für die Meinige nachsehen. Wo denn? Hä? Doch da? Wow, ich dachte, ich muss jetzt tief in den Wald rein oder so. Hi. Wie konnte ich nochmal absteigen? Ah, okay, jetzt hast du dir das Zelt auch dazu. Hässliches Drecksviech. Nachts gibt's keine Musik? Oh, da ist sie. Verdammt. Tanzen ist zurück, die Meinige ist erleichtert. Die Meinige war besorgt. Der Tanzen etwas gefunden. Übergeben. Ein Papier in der Kiste gefunden, ein Papier vom Kaiserreich. Die Menge an Symbolen. Die Meinige kann Symbole der Laufenden lesen. Das Papier hat Namen von Essen und Felsen. Essen und Felsen waren in der Kiste, die geweiß ist. Versteht das nicht? Das Essen und die Felsen auf dem Papier stammen alle aus der Heimat der Unsrigen. Woher wissen die Metalligen, wo sie es finden können? Spionieren in der Heimigen der Unsrigen? Verräter spionieren die alle Geheimnisse an die Metalligen. Die Meinige fürchtet um die Heimat der Unsrigen, aber Tanzen hat der Meinige heute sehr geholfen. Die Tanzen muss versprechen, stets ein Freund der Unsrigen zu sein. Meine unberechenbare Silfe. Oh no. Hilfreich kommt genau richtig. Die Meinige braucht die Hilfe des Hilfreichen. Der Unsrigen namens Klaxio streift außerhalb der Silfenzuflucht umher. Allein ist sie unsicher. Der Hilfreiche muss Klaxio finden. Klaxio hat die Siedlung in Richtung Westen verlassen, schnell, schnell, bevor Klaxio noch im Magen einer Bestialischen landet. Alter, sind das kleine Steckelfüß. Dahinter. Was, der Laufende will, dass die Meinige zur Zuflucht zurückkehrt? Darüber lacht die Meinige. Nicht mehr mit diesigen Leben, die nicht den Unsrigen sind. Die Meinige möchte allein sein. Die Unsrigen verlassen sich immer auf die Laufenden. Das ist genauso schlecht, wie ein Primarigen zu spüren. Keine Wunder, dass die Meinige gegangen ist. Dachte, dies sei ein guter Ort für ein neues Zuhause, aber dann ist der Nervige aufgetaucht. Das zwingt die Meinige tiefer in den Wald. Der Nervige darf mir nicht folgen. Verschwinde, Nervige. Dann ist der Nervige aufgetaucht, Alter, danke. Hä? Bom, 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 bom. Wie bitte, Klaxe weigert sich heimzukommen, ist noch tiefer in den Wald vorgedrungen. Keuch. Meinige hat vorhin erst finstere Rumlungen sehen. Der Hilfreiche muss sich beeilen. Den Waldboden nach Fäden absuchen. Die Diesige können die Hilfe reich zu Klaxe führen. Beeilung, bevor finstere Klaxe entführen. Du, 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 du.
Ach so, das wird ein spezielles Monster. Ja, ja, mach mal. Ich hab hier schon über 10 Stufen über Höchststufe. Also für die Quest die Höchststufe. Der Nervige ist zurückgekehrt. Meinige hat den Nervigen doch gesagt, er wolle weggehen. Sagt Komuxio, dass die Meinige niemals zurückkehren wird. Niemals. Oh, die Finsterigen. Die Finsterigen sollen so auch fortgehen. Die Meinige ist eine gute. Die Meinige will doch nur in Ruhe gelassen werden. Sei auf der Hut, sind so aus. Die Sylphen sind anders. Sie stehen unter dem Bann des Primae Ramu. Bei den Amaljau und die Fried existieren die Sylphen einzig, um ihrem Primae zu dienen. Ich kann nicht mit ihnen reden, sie verstehen nur die Sprache des Stahls. Es bereitet mir keine Freude, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Und der einigen ist folgen mit unseren Kindern, Primarigen, mit den. Was? Eine Kuh, die meine Gott niemals mit den Finsteren gehen. Ich bin im Mobbing, Nira, konzentriere dich auf die Sylphen. Unmöglich, beim Besten würden die Sylphen vom Hals schaffen. Achso, der haut jetzt ab. Die haben ihn schon mal beschwört oder geholt oder irgendwie sowas. Die Meinige ist in Sicherheit, die Meinige hatte solche Angst. Klaxio, die Meinige war besorgt, sehr besorgt. Ist Klaxio unverletzt, noch bei Verstand? Kumuxio und die Nervige, was machen die Beidrigen hier? Die Beidrigen sind gekommen, um Klaxio zu retten. Klaxio in Sicherheit zu wissen, erfüllt Meinige in viel Freude. Kumuxio, bitte vergib der Meinigen. Die Meinige hatte nicht vor, aus der Sylphenzuflucht zu fliehen. Die Meinige hatte Angst. Unsere Gäste in der Sylphenzuflucht haben sich verändert, wurden nett zu Andrigen. Meinige fürchtet, dass die Unsrigen böse würden wie die Finstrigen, aber die Meinige lag falsch. Die Meinige versteht das nun. Nervige, hilfreiche, die Meinige ist dankbar. Die Meinige wird mit Freude zur Sylphenzuflucht zurückkehren. Ja, sehr gut, Salatschädel. Nun, das wäre dann wohl erledigt, nehme ich an. Wir sollten auch die Sylphenzuflucht zurückkehren. Ich zumindest könnte mal ein heißes Bad vertragen. Du wirst doch gerade geduscht. Stell dich nicht so an. Ja, klar, nehmt ihr mich nicht mit, ihr Penner. Ich mache jetzt die blöde Spellhahnbrücke kalt, einfach weil ich kann. Oh, ein spezielles Monster hält die halt gar nichts aus. Ist das eine für diesen komischen Jagdaufträge? Achso, ne, die haben alle da so ein Ding. Hä? Keine Ahnung. Oder ist hier ein Bestiarium drin? Ne, das ist ein anderes Zeichen. Ach, ich habe keine Ahnung. Mir egal. Hä? Oh. Einige, deinige, unsrige, derige. Mr. Harley Davidson. Ja, ja. Geld ausgeben. Ja, ja. Wäre ich wahrscheinlich auch, Alter. Ich kenne mich jetzt schon. Die Meinige dachte, Klaxio wäre für immer verloren. Der hilfreiche Klaxio gerettet uns und in unseren wieder eine Familie. Meinige hat schon viel Laufende getroffen, aber niemand war so nett und so stark wie der Hilfreiche. Der Hilfreiche ist ein Held der unseren. Wenn wir die Unsrigen und die Laufenden näher zusammenbringen, das ist sich die Meinige sicher. Die Meinige wird die Hilfreichen zu Ältesten bringen.
Aber die älteste ist. Dunkel. Und verreckend. Verschwunden. Beides. Meinige musst du nicht um Verzeihung, die Meinige hat dem Netten versprochen, den Nette geht zur Älteste bringen. Aber die Meinige, weil die Älteste nicht hier ist. Die Älteste ist nirgendwo. Die Älteste ist gestern in den Wald gegangen, aber nicht zurückgekommen. Meinige ist besorgt, die Älteste geht oft in den Wald, aber niemals für so lange. Nette mir helfen, die Älteste zu finden, nicht wahr? In der Heimat des Laufenden namens Buscaro verschwunden. Buscaro weiß vielleicht, was die Älteste passiert ist. Na, reden aber die Laufenden trauen der Unsrigen nicht immer über den Weg. Können die Nette vielleicht mit Buscaro reden? Nee, aus Gridania nicht wahr? Gridania leben viele Nette, ja. Flehe dich an, Nette, bitte geh nach Gridania. Bla. So. Da geht's hin. Alter, das. Die Aussagen, Alter, die meinige, deinige, Alter. Unser unerschrockener Botschafter ist, wir laufen an diplomatischen Bemühungen in Sylphen. Ältesten wird vermisst, sagst du? Du meine Güte, wenn sie in den Händen der Finsteren landen, haben wir ein großes Problem. Dass mein bester Schlangenjünger Tag und Nacht auf der Ältesten Ausschau halten werden. Einzelne Steine auf der Suche nach ihr umdrehen, ich möchte dich darum bitten, dich an Giamolko im Gut Zwieselgrund zu wenden und die Nachricht zu überbringen. Darauf das Klageregiment bei der Suche benötigt wird. Ja. Giamolko. Nachricht von Vosai ist eine Bruderschaft der Morgenfieber, sagst du verstanden. Wenn Eldest irgendwo im Wald ist, werden wir sie finden. Und du ziehst jetzt weiter zu Buscaro. Weil er nämlich Südwälder Kneipe aufgemacht. Zack. Zack. Oh. Bin da oben. Ich könnte auch einfach dann runterlaufen, so wie es ausschaut. Hoffe ich. Alter, man sieht halt gar nichts, Alter, weil es so arschdunkel ist. Man kann auch nicht einfach vorspulen, weil die Zeit für die ganze Welt gilt. Yay! Yeah. Hä, ist wirklich, irgendwie wirklich gerade langsam. Ich brauche mehr von den Viechern, ihr könnt jetzt nicht einfach aufhören, mir bloß eins geben da vorne. Wow, 4? Ist da noch mehr in dem Wald? Westliches Talan. Südwelt. Na okay, Talan ist dann wieder was anderes. Thank you.
Gunterus. Ungestümer Abenteurer. Wow. Sei gegrüßt, Abenteuer. Wir haben den besten Glocken, das leckerste. Hä, du bist nicht hier, um den Bau vollzuschlagen? Suchst du dich nach Informationen? Wie? Ja, ich habe von einer Silfe gehört, die hier in der Gegend herumgelungert hat. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es sich dabei um die Älteste handelte, die du suchst. Die Waldfeen sehen doch alle gleich aus. Wenn man sie nicht blau oder rot anstreicht, kann sie doch keiner auseinanderhalten. Wenn du wenig Zeit hast, solltest du eine Weile hierbleiben und schauen, was passiert. Wer weiß, vielleicht stolperst du dabei sogar selbst über die Silfenälteste. Na, lass mich raten. Ist so viel für ihn Aufgaben machen? Du elender Sack. Ich habe von Banner benötigt Hilfe, um Streit draußen vor einer Schenke zu schlichten. Neues über die Älteste der Silfen. Solange wir nicht wissen, wo sie steckt, können wir auch nichts unternehmen. Bis es weit ist, können vielleicht mal einen oder anderen Gefallen tun. Ja, klar. Ein Trunkenbold, der Schlägerei anzetteln möchte, kannst du ihm ein paar verpassen. Einmal kaltes Wasser drüber passen. Sturzbesoffener Wiesenländer, betrunkener Dunkelalp. Guckst du, ich soll euch da ein Auge gegeben? Ja, ich zieh mir erstmal den Eimer hinten raus und dann schmeiß ich ihn auf dich. Ist das kalt? Was meinst du mit keine Schlägerei? Diese Dunkelalp Abschaum? Ja, ja, ich kenne die Regeln. Dieser Bastard hat nochmal Glück gehabt, für heute zumindest. Gut gemacht. Ich kann nicht zulassen, dass sich meine Gäste wegen einem lächerlichen Vorurteil in die Haare kriegen. Dem Wutausbruch galt es, ist ein Dunkelalp, der Elisen, diese Leute meiden Städte und ziehen es vor, in der Wildnis zu leben, daher werden sie von vielen für gewöhnliche Banditen gehalten. Ehrlich gesagt können die Dunkelalpen mitunter recht schwierig sein, aber die meisten sind ganz in Ordnung. Ich halte es nicht für richtig, einem bestimmten Volk Zugang zum Horst zu verwehren, das einen schlechten Ruf hat. Es ist zumindest ein Ort auf der Welt geben, an dem jeder zahlungswillige Gast sich in Ruhe eingenehmigen kann, meinst du nicht auch? Ei? Okay. Ja, der Eigentümer von Burgers möchte dir bitten, einen Bodengang zu übernehmen. Falls du Arbeit suchst, richtige Adresse. Telefon mit Namen, braver Bursche, sag ich dir. Kurz in der Katastrophe fand ich ihn schwer verletzt im Wald. Ich nahm ihn mit und peppelte ihn auf. Aus Dankbarkeit arbeitete er nach einer Weile hier im Horst, doch irgendwann kam er auf die Idee, sein Glück als Händler zu versuchen. Gelegenheit bot, zog er schnurstracks mit seinen Händlern nach Lalaskea. Limsaluminsa kenne ich einen Rogadin namens Basing. Basing? Unser kleiner. Wow. Was? Wo muss ich hin? Wie ich jetzt halt wieder wo ganz woanders hin muss. Eieiei, ich hab mal ganz schön rumgeschickt, Alter. Ich bin gerade im Wald wegen was anderem, nicht wegen. Ach. Hey, du musst halt hier warten. Wie wär's, wenn ich dich einfach mal auf scheiß Land schick? Was stimmt mit euch nicht? Bainsing. Der Kevin, der für den Buskorridor im Horst gearbeitet hat? Ja, ich weiß, von dem du sprichst. Tetero, nicht wahr? Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als der kleine Bursche hier aufgetaucht ist, um ein Händler zu werden. Hat sich herausgestellt, dass er mit Kyokyoron, dem Quellen da vorne, verwandt ist. Allzu lange ist er aber nicht in Limsaluminsa geblieben. Keine Ahnung, wo er jetzt rumläuft. Naja, frag den Typen halt. Oh, hallo Kundschaft. Ja, nein, keine Kundschaft. Willst du Kyokyoron sehen? Achso, ich muss ihm das blöde Hühnerei geben, deswegen habe ich das bekommen. Oh, frisches Hühnerei. Kyokoron freuen sich. Kyokoron lieben frisches Hühnerei, ist besser als Kundschaft. Tetron nicht hier. Tetron ist draußen aus Limsa. Tetron machen große Geschäfte. Willst du Tetron sehen, musst du zum Meros Handelsposten gehen. Ja, ja, am oberen Lanoskea gehst du. Ganz schön weit ist das. Ja, ja, du fragen Windburg in Anlegen Pferde nach Weg. Okay. Da unten. Ach du Scheiße. So, mal kurze Pause. Okay, Pause war viel zu lang. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Scheiße. Ich müsste mal aufhören, Social Media Zeug zu lesen, Alter. Man vertieft sich oder
vergräbt sich so in diesen ganzen Kommentaren, Alter, dass einfach zu viel Zeit rumgeht und du halt nichts dafür gemacht hast. Einerseits kann man sich natürlich auch mal ein bisschen ausruhen damit, indem man einfach mal bloß liest und nichts macht. Wenn man sich nicht gerade total abfuckt irgendwie. Ich hätte mich auch hochporten können, oder? Oder habe ich überhaupt irgendwelche Teile aktiviert? Ich weiß es gar nicht. Gibt's da welche? Da ist eins. Wir aktivieren jetzt erstmal so ein Ding. Wenn ich ihn nicht schon aktiviert habe, weil ich habe keine Ahnung. Was war das? Ja, ich habe ihn aktiviert. Sehr gut. Wo muss ich hin? Da hinten. Nee. Untere Decks? Obere Decks. Da. Ich bin dem anderen Ding nachgelaufen. Jetzt muss ich da wieder hin. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie, dass das dumm war? Alter, ich bin da drüben. Das ist der Geisterspieler. Da probiert jemand Emotes aus. Jetzt aktivieren wir erstmal die Ätheriden. Warum schaut ihr aus wie der andere Spacko? Hier ist der Vorquest oder was weiß ich was, der Pikenierfuzzi. Okay, ich hätte da runter. Wow, ich bin aus Versehen sogar auf dem richtigen Steg gegangen, indem ich hier links runter bin. Ich dachte mir, ich stelle mich mal aus dem Weg. Wenn ich jetzt die ganze Zeit offline bin. Das Gute ist, es herrscht halt ein ständiger... Schaut aus wie Fairy Tale. Ein ständiger Ein- und Ausgang in dem Spiel, deswegen kommt man eigentlich relativ schnell rein. Also ich meine, ich glaube, ich warte maximal 2 Minuten vielleicht, um reinzukommen. Hä? Ach so, ja, ich soll ja wohin fahren, Alter. Ich war jetzt immer noch irgendwie, dass dieses... Das, was ich jetzt immer noch im Kopf hatte, das war diese Feier für die Helden, die dann nie erwähnt wurden. Wenn es obere Lanoskea zum Handelsposten sei, dann solltest du zunächst mal eine Fähre nach Bierhafen fahren. Dann schließt am besten mit all... Bläh. Mach einfach. Auf zum Bierhafen, wir wollen saufen. Saufen. Hätte ich mich doch hinporten können? Habe ich in Lanoskea schon mal eigentlich irgendwas gemacht? Ist der aktiviert? Nicht harmonisiert, das machen wir erstmal. Piraten. Piraten, meine Freunde, Piraten. Was zur Hölle sind wir eigentlich? Brauche ich hier irgendwas für meine Liste? Oberes Lanoskea, Eisenwald, Eichenwald? Viertelstein, Halbstein, Phantom. Hey. Eichenwald. Lanoskea. Oberes Lanoskea. Eichenwald hier. Hä, ich bin im westlichen? Achso, ja, aber ich soll mit dem zum oberen, ne? Ja. Erstmal Ding. Ja, Entschuldigung. da.
Die könnten ruhig in den kleinen Dörfern auch mal so Viecher hinstellen, also so Dinger hinstellen, wo man sich hinporten kann, gegen Fischen. Alter, mich fuckt die Musik ab. Oberen Hauskehrt zu Tenderol, um was zu bringen. Na, dafür unternimmst du eine ganz schöne weite Reise. Von hier aus würde ich dann weg durch den Schädeltal nach Norden. Sehr schön, laut Hauskehrt, weil dann noch Licht. Okay. Ich dachte, der fährt mich da irgendwie hin. Arschloch. Das war schon hätte, ist doch gar kein Weg drauf. Was ist da oben? Sahagin-Lager. Ah, okay, da oben sind die Fischköpfe. Oh, Leviathan ist so ein Arschloch-Bosskampf, ey. Er geht einigermaßen, er ist nicht so schwer. Aber wenn du bei Leviathan nicht aufpasst, schubst du dich aus dem Level. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch so ist, aber damals zu meiner Zeit war es halt so, dass du dann, du bist ja auf so einem Schiff oder Boot, wo du kämpfst. Und es wackelt dann und Wellen gehen drüber, die dich zurückschubsen. Und wenn du nicht weit genug an irgendeiner Stelle stehst, dann schubst du dich über Bord und du bist halt raus erstmal. Hat mich damals, glaube ich, beim dritten Kampf einmal erwischt. Beim ersten zweimal war es andere erwischen, haben wir es nicht geschafft. Und beim zweiten Mal... Wolf, Brummkäfer... Ist das der Eisenwald? Oder Eichenwald? Oder? Alter, voll die Viecher, ey. Da! Wenn die überall vier haben. Waren hier noch irgendwo welche? Ich glaube nicht, ne? Obere Pfade, Talalan, Südwald, südliches Tanalan, Tanalan, Südwald, südliches Tanalan, Südwald, östliches Lanoskea. Östlich. Sind wir da irgendwo, wo es zum Östlichen geht? Äußeres Lanoskea, da drüben geht's zum... Alter! Oh, vielleicht muss ich so... Oh, ich muss sogar genau in die Richtung. Vielleicht kann ich da drüber fahren, dann komme ich drüben auf der anderen... Was zur Hölle ist denn das? Oh ne, das ist schon der Typ. Ja, nein, keine Kunst, was etwas von Tetron? Hier, bitteschön, irgendein komischer Ohrring. Captain Otter? Die Seelen des Rudels? Ist gut, gut, warte mal, gut zu Tetron. Tetron vermisst guten Buscaro. Alles scheiße. Tetron Gutes getan, ohne guten Tetron, Buscaro kein Tetron. Tetron muss Buscaros Gutes tun. Was will der von mir? Ah, scheiße. Hilft Tetron, macht Feuerwasser her. Tetron braucht Dinge, viele Dinge, ja. Braucht ein gutes Wasser, geht selbst gute Wasser suchen. Ja, aber Tetron braucht 3 Curl-Schnurrhaare von Curl-Jungtieren. Holen, ja. Oh, wo kommt man da hin? Auf die andere Seite? Was hat er von mir gewollt? Wahrscheinlich mit mir interagieren. Tut mir leid, aber ich bin halt einfach nicht sozial, Mann. Ich vergesse auch immer, dass die Ares hinter mir auch diesen Ton teilweise macht. Jetzt registrieren wir uns da erstmal. Alter, die sind auf 33, was geht da ab? Narbengesicht Bugal. Ja, mach was du meinst.
Schwarzer Curl? Das ist eine fucking schwarze Katze. Das ist doch kein schwarzer Curl. Östliches Lanoskehl. Wahrscheinlich muss ich zum Östlichen trotzdem irgendwann mal. Hä? Oh, das ist ja ganz schöner Weg, ey. Aber so haben wir dann wenigstens die Verbindungen, dass wir uns da hinporten können, wenn wir mal hin müssen. Scheiße. Rotgischt. Natürlich auf der anderen Seite. Fuck it. Okay, ich kann da mit dem Pferdending wieder fahren. Warte mal, die haben da auch so ein Ding? Was ist das für ein Teil eigentlich? Dungeon. Brüvloks Langrast. Was? Oh ja, das Gebiet kenne ich noch. Malstrom-Rekrut. Wie halt kein Schwein unterwegs ist. Ja, das sind auch die äußersten Ecken von irgendwas. Ich glaube, er hat einen ziemlichen Kater. Ist er ein Kater? Nee, du bist ein Kater. Eine Katze. Mr. Lias von rechts. Was? Ich muss zugeben, das einzige Gebiet, das irgendwie nicht so mein Fall ist, so Dschungelzeug. Wobei ja auch das neue Add-on so wird, aber schauen wir mal. Ich bin nicht so der größte Fan von Dschungelgebieten. Jo, vor mal Nibero. Ich muss da aber Viecher kalt machen. Jetzt bin ich da drüben. Jetzt muss ich da runter und hoffen, dass ich unterwegs irgendwo die Viecher, Drecksviecher finde. Oh, da sind sie schon. Ups, rausgeklickt. Ne, Bloody Mary ist auf 50, Alter. Zölle bist du, ey, Mega-Bison. Oh ne, großer Büffel plus. Oh mein Gott, der ist böse. Böse ist es im Busch. Das ist die Frage, wo finde ich die Drecksviecher? Hier sind nur irgendwelche Quallen und keine Ahnung was. Ich glaube, hier war auch mal ein Event. Das ganze Gebiet hat ein bisschen was von Final Fantasy X, ne? Also da dieses Gebiet halt irgendwie. Harmony Seer. Okay, mega Krabbi. Schnippler. Die da? Alter, die sind ja voll winzig. Und es sind genau 4. Oh, falscher Knopf. Tut mir schon fast leid, Mann. Ich
Und schau sie dir an, so böse schauen sie doch gar nicht aus. Vielleicht sind die großen Brüder, aber nicht die kleinen. Hat er mich gerade mit Fisch beworfen? Der hat's verdient, dass er verreckt. Shit, das war da hinten. Palast des Wanderers. Okay. Ich jetzt natürlich wieder ein bisschen. Warte. Okay. Was ist das? Ach so, das, ich dachte, das ist irgendwie eine kleine Fliege oder so. Naja, scheiße. Ich will versuchen, die wenigstens ein bisschen zu aktivieren. Nein, nicht zum Palast des Wanderers. Ja, ihr könnt mich auch alle mal. Gegner, die mich angreifen, das können wir ja überhaupt nicht. Da ist der andere, der ist auf 60, Captain Otter. Schaut aber schon cool aus, Alter, in der... Nein, nicht reparieren. Wobei, vielleicht doch mal schauen soll, wie ich ihn reparieren. Ja. Let's go. Da oben gammeln die Viecher rum. Und go. Ich denke mal persönlich immer, wenn die immer so viel angegriffen werden, weil ich würde halt mal schauen, dass ich genug Leute zusammenbekomme und dann halt einfach mal wie so eine Purge mache einfach. Also nicht bei den Leuten, sondern halt bei den Viechern. Komm ich da runter? Koboldhauer. Au. Oh mein Gott. Koboldhauer sind auch drauf? Goblin-Strolch. Hä? Das sind aber nicht die Quest-Zeichen. Ist der halt in einer Bruderschaft der Morgen über 6 hinzugefügt? Es gibt ein eigenes Ding. Sorry, ich muss mir mal einen Kumpel ausleihen, der muss sterben. Danke. War's auch schon, Big Fett.